Was? Was ist? Wo kommt der jetzt her? Von hinten. Los. Morgen, Jungs. Und Mädels. Ist wieder mal eine neue Version rausgekommen. Aber diesmal relativ unspektakulär, die 093. Da wurden hauptsächlich jetzt diese MAVs gefixt. Mal wieder. Die sind passiert bei der Gasmaske, beim Hazmat-Suit und auch bei dieser Weste. Also bei allen Kleidungsstücken kann man scheinbar. Dann irgendwas mit Teleporting und 2D-Button-Overlays. Unspektakulär. Aber wir haben gedacht, spielen wir es trotzdem mal. Ja, und jetzt können wir wenigstens wieder mit der Gasmaske hier Progress machen. Nehme ich an. Batterien. Die wir wahrscheinlich nie brauchen. Gasmaske. Ich setze sie gleich mal auf, ob es geht. Muss ich sogar. Ja, schaut gut aus. Tada! Stabil. Ist da was drin? Nee, ich glaube nicht. Ui! What the fuck? Das war der Microsoft Sam, oder nicht? Ich glaub's gleich. Such. Der Roth Copter. Kennt ihr den? Können wir an der Stelle einblenden? Nee. Okay. Ich weiß nicht, wie es mit Copyright und so ist. Dann müssten wir den selber machen. Ein Meter GIF. Ich würde rechts lang gehen. Ah, der ist hier. Da geht's schon zu. Das hoffen lassen können. Es ist selber. Ich hab's wenigstens gesehen, dass es. Es ist von selbst zugegangen. Ja, du wolltest es ja zumachen. Da verstehe ich den Sinn hinter nicht. Ich würde links gehen. Ich schau mal, was da ist. Halt, also was ist da denn los? Also. Ja, stimmt, das ist gut, dann haben wir nur einen Weg. Hallo? Schau rechts. Ja. Warte, ich schau mal, was da noch ist. Vielleicht haben wir Glück und hier ist auch so ein Raum. Nein. Diese Räume, wo sich drehen, diese Gänge, kamen schon lange nicht mehr, oder? Ich glaube, es war doch ein Bug, kann das sein. Das war kein Bug, das war ein Feature. Bestimmt. So wie bei Windows. So sowas kann kein Bug sein. Was? Was zur Hölle? Voll zusammengezuckt. Okay. Weil die Tür da stand, ist er zusammengezuckt. Geil. Ja, der ist drin. Scheiße, ist noch ein Rostloch. Der geht durch. Stirbst. Ja. Wo sind wir jetzt? Da hatte ich ein bisschen Glück, aber andererseits. Was? Ah ja. Gut. Das war ein bisschen komisch gerade. Rechts. Aber offener. Hey! Da kann man noch. Ah ja, shit. Den Löten Level 1. Du kannst rechnen.
ich mal rechts geguckt. Nein, rechts soll ich doch gehen. Dann, oh. Ich denke, David hat es gewusst. Dabei sind diese Räume ja völlig willkürlich verteilt. Ich würde erstmal die Flanken checken immer und dann weitergehen. Ja, die Räume sind quadratisch. Geht ja nicht, ne? Probier's aus. Vielleicht ist es ja ein neues Feature, das nicht im Tentor steht. Das ist auch so ein Raum. Ja, da kommt er jetzt gleich hier. Voller Blut. Hilfe. Mach ich ja. Nein. Steht, da will ich nicht rein. Oh, mach doch einfach. Stell's jetzt da an. Pinsel und durch. Fuck. Wow, ja. Nur erstmal den Typ lokalisieren. Den Typ, den Erdnuss-Typ. Ey, scheiße. Nein, jetzt muss ich zurück. Ganz weit. Das ist aber blöd. Und das ist eine Random App. Und dafür ist es schon ziemlich jetzt. Ziemlich linear, meinst du? Nee, weil du musst jetzt ziemlich weit zurück. Was denn? 10 Räume oder so? Der ist nicht mehr drin, ne? Nee. Und für eine Random App ist es doch ziemlich weit. Meine ich mal. Das dachte ich schon, das hat sich aufgehängt. Unser Erdnussfreund nicht mehr da. Aber normal dürfte er da nicht mehr sein. Weil er ist in beiden Räumen einmal gespawnt, ne? Oder was meinen Sie? Der kommt nicht nochmal da, wo er schon mal gespawnt ist. Er spawnt immer bloß einmal, wenn er dann nach einer anderen Stelle spawnt, dann taucht er in der Regel nicht mehr auf. Da war was? Da war doch ein roter Raum, oder? Ja. Ich hab heute eine Orientierung, das ist der Wahnsinn. Das kenne ich gar nicht. So, müsste jetzt. Links, da ist. Da geht's wieder zurück, kann das sein? Ach nee, shit. Also, wir können gar nirgendwo noch. Lang. Doch. Das waren überall rote Räume. Da sind wir rechts gegangen. Und nicht geradeaus. Jetzt kommt noch ein roter Raum. Nicht, dass er da runterfällt. Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin wieder erschrocken, so ein bisschen. Aber steht es auch mitten in der Tür? Doch wieder ein Bug, ey. Haben wir es jetzt bald? So, ich glaube jetzt rechts. Ja. Ist nicht der Anfang. Nee. Das ist die richtige Richtung. Stimmt, das war, wo ich rechts bin und geradeaus. Fahr rechts. Hier? Ja, schau mal. Safe. Geh rein. Höhle. Das tue ich mir nicht an. Ah, okay. Gut. Ah, fuck. Was machst du? Das wäre geht nicht richtig. Ah, bestimmt. Ah, das ist neu. Da hat er den Jahrstein im Changelog letztes Mal, dass der ein neues Skin hat.
Mach ich mal auf, wie der ausschaut. Ja, da drin. Mach den Navigator mal auf. Ah ja. Cool. Schaut nämlich ganz retro aus. Ich weiß nicht mehr in der Mitte vom Bild, das kann man mir hoffen lassen. Dann, stimmt, vorher war der immer zentral, das war richtig blöd, du konntest gar nicht sehen. Sollen wir jetzt mal da reinschauen? Oder ging es mit Level 2? Nicht. Nee. Schade. Du brauchst mindestens Level 4. Aber es sind wahrscheinlich der Ring und dieses Buch, ne? Mhm. Da frag mich so, wenn die jetzt links und rechts sind, wieso? Und davor waren sie in einem Raum. Und ich glaube, in diesem Raum dazwischen bist du mit der Level 3-Karte reingekommen, auf die beiden Türen da drin hast du nochmal Level 4 gebraucht. Ja, er dachte sich wohl, das ist wirklich schwachsinnig. Aber da haben wir auch gesagt, das Blödsinn, da zweimal mit Karten ist zu sehen, weil der Vorraum bringt ja nichts. Der ist ja nur zur Deko. Ja, ansonsten holst du dir eine Level 3 Karte und freust, dass du jetzt da rein kannst, und dann gehst du rein, denkst, hast du es geschafft, und dann willst du die nächste Tür aufmachen, brauchst eine Level 4 Karte. Ja, da ärgerst du dich wieder. Da müsste jetzt genau was drin sein. Dafür ist das. Insertiert. Also, mach mal dein Ding. Schwing dein Ding. Wie machen wir's denn? Barry? Okay. Geht das jetzt wieder? Nee, die ist. Die andere ist irgendwo. Ja, mach beide gleichzeitig rein und dann verify. Du musst ins andere Quadrat legen. Ach so. Okay, ach, das erkennt man ja an dem Boden, okay. Verify? Ja. Natürlich. Dun, 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 dun. Du, 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 du. Hast du Super Bowl geschaut? Ah ja. Super Bowl geschaut? Das erste Viertel habe ich geguckt. Ich habe es zum ersten Mal geschaut, ich fand es. Besser als gedacht. Ich dachte mir, das ist voll hirnlos. So. Naja, also. Die tackeln sich gegenseitig das Gehirn. Ich wollte eigentlich bloß die Halbzeitshow sehen. Ja, die war dagegen nicht so toll, wie ich dachte. Aber bis dahin habe ich es dann immer geschafft. War Bruno Mars und die Red Hot Chili Peppers auch da. Wo geht's denn jetzt lang da, ne? Geradeaus. Aber die 15 Minuten Spielzeit, die ich gesehen habe, das war ja ungefähr eine Stunde in Echtzeit. Weil die ja ständig eine Brechung haben. Spielen ein paar Sekunden, dann machen sie neue Aufstellungen und so, und oder ist irgendeiner will ein Timeout, dann wird die Zeit jedes Mal angehalten. Also ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Jetzt geht's rechts lang? Nein. Alles kann ich mir auch nicht merken. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Linear aufgebaut. Fast keine Kreuzungen. Das ist auch ziemlich groß, weil wir sind ja noch in der ersten Zone. Wenn jetzt jede Zone so groß ist, ich glaube, die anderen sind kleiner. Fühlt sich zumindest immer so an, dass die anderen Zonen nicht so groß sind. Bei die Heavy Containment. Da gibt es ja die beiden Panels. Ja gut, es sind vielleicht nicht ganz so viele, ich sag mal, leere Räume. Das könnte schon sein. Das funktioniert irgendwie nicht mehr, seit er noch geht. Office ist auf jeden Fall am kleinsten. Und so. Oh, dieser Doppelklick. Enge Maus oder ist das in einem Update? Das Problem. Das ist nicht die Maus. Das ist nie der Hardware.
Was war denn da? Ist das, nee, ist ja nicht woanders. Steht das Problem ja nicht. Omega Warhead, ziehen Sie immer runter. Ja, stimmt, wir müssen ja mal das andere Ende sehen, falls es jetzt schafft, dann. Falls. Ja, bis jetzt läuft es ganz gut, ne? Es läuft. Oh, das sieht auch anders aus, oder? Nee. Was brauchen wir denn da auch die Karte? Das ist ja ein Schmarrn. Ich würde beide Schalter halt einfach umlegen, oder? Was das für ein Ort denn? Es soll zwar nur einer irgendwie Einfluss auf das Ende haben, aber ich weiß nicht, welcher der beiden es ist. Ich würde beide umlegen. So. Und die Weste. Kann ich die anziehen? Achso, hast du schon genommen, okay. Encumbered, was heißt das? Geschützt? Erschwert oder sowas hätte ich jetzt gesagt, belastet. Ich guck mal. Oh, dieses Vorzimmer ist anders. Schau mal, hier ist so eine Bank. Belastet, ja. Schau mal. Das heißt belastet. Ja, ich habe es gehört. Das Vorzimmer hier schaut anders aus. Da ist ein Dokument. Dr. L's Note. Was, welches Vorzimmer? Achso, vom Aufzug. Und das ist so eine Bank. Nee, das. War das nicht schon länger so? Da ist hier so eine Bank vor dem Dings. Ich weiß nicht. Vorher war hier so ein Glasfenster und dahinter war gleich der Aufzug, aber die Bank war nicht da. Gut, komme ich daher? Nee, da geht's. Glocke kommt jetzt rein. Könnte sein, ne? Jetzt kommt erstmal Dr. L. Oh, das ist länger, oder? Kann das sein? Oder ist das dunkler? Ja, länger geht nicht, stimmt. Was ist das mit Pfütze? Hat einer Dünnschiss. Maintenance Tunnel. Wo müssen wir lang, damit er nicht auftaucht? Weißt du, wo nicht diese Pille ist? Oder nicht dieser? Mm-mm. Ich will zur Pille gehen, auf jeden Fall. Pille? Pille ist gut. Das ist die Pille-Palle. Ich glaube, es ist da. Wo es nicht ist. Also ich nein, der kommt trotzdem! Ich bin für die Pille. Ja, von da kommt er jetzt. Ja, ich guck, wo er herkommt. Aber es wäre sinnvoll, vielleicht noch da zu laufen und da zu warten. Ich verstehe nicht, wieso da irgendwann von vorne wieder kommt. Da gibt es jetzt die Pille. Ja, hol dir schnell die Pille und dann geh zum Aufzug, weil dann läufst du so ein bisschen in die Richtung. Verstehst du? Hab ich sie? Ja. Weißt du, was da drin ist? Ja, jetzt schnell zum Aufzug und hoch. Das schaffst du noch. Nee, aber das schaffe ich nicht. Denn doch, der geht doch in den Aufzug rein. Los, jetzt! Oh, da ist er. Ich laufe so lange im Kreis, bis er nicht mehr kommt. Oh, es ist dunkel heute. Bitte nicht. Zweck. Weil irgendwie habe ich in Erinnerung, als wir das allererste Mal im Maintenance-Tunnel waren, dass es da so ein bisschen bergab ging, oder? So eine schiefe Ebene hat es da. Das weiß ich immer nicht. Hab ich irgendwie so in Erinnerung. Der ist weg? Ja. Und da kamen dann beide. Deswegen war das so schlimm. Wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien. Ja, das weiß ich nicht mehr, aber Angst hatte ich auf jeden Fall. Doch, das war so ein richtig harter Schrei und wir wollten da nie wieder rein. Müssen wir die Note mitnehmen oder ist das irgendwie ein Achievement? Nee, oder? Nee. Burnt Note? Das ist die Scorched Note, glaube ich. Die andere, die wir brauchen, die ist in der Pocket Dimension. Zombie-Tunnel. Mal gucken, was da ist. Wobei eine Zombie-Tunnel ist, ja. Oh, ja, okay. Ja, das bringt ja nichts. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Da müssen wir ja nicht darunter.
Ja. Wo war diese Note, wo die Nummer draufsteht? Das habe ich doch gerade eben gesagt, in der Pocket Dimension. Pocket Dimension. Und das heißt, um den Raum öffnen zu können, muss man in die Pocket Dimension. Ja. Sehr richtig. Was? Ich habe ihn gesehen, aber dann war er auf einmal da. Ja, weil es blinzeln plötzlich kam. Du warst bis jetzt noch nicht da unten, oder? Nee, noch nie. Ist vielleicht neu. Assi, Alter. Bitte! Du musst dich, glaube ich, nicht bewegen. Das ist verzeiht, glaube ich. Weil der Aufzug jetzt erstmal runterfahren muss. Schick den Aufzug mal runter und hol ihn dann wieder hoch, ob das Ding dann drin steht. Scary shit. Alter Vater. Ich schau erstmal links und rechts. Er ist doch links! Sicher? Ja, das ist links. Da müssen wir ja noch nicht rein. Das ist rechts. Okay. Bräuchten den Electrical. Warte, ich vergesse es immer. Ist der jetzt in dem Bereich der Electrical oder im? Der Electrical ist im Office. Also müssen wir. Soll ich da oder? Gehen wir mal da mal. Der ist mir sympathischer, der Raum hier. Meinst du, die Tür ist wieder kaputt? Oh ne, schade. Nee, die war ja nicht kaputt, da meint halt Fox. Nee, das war. Da war die kaputt. Aufgemacht hat er bei dem 96er. Ja, da auch, aber da auch. Nee, da war die kaputt, würde ich sagen. Nee. Nee. Im Dorf. Nee. Im Dorf. Ich glaub, was du meinst. Ich glaub nicht, ich weiß. Cool. Ah. Was ist da? Nein. Danke. Haben wir uns schon mal infiziert eigentlich? Nee. Geil, das ist. Also wir haben mal rausgelassen, aber da haben wir den Hesmenzugang. Junge, es läuft. Es läuft richtig gut sogar. Und das ist jetzt auch gut, weil der. Das SCP ist nicht weit weg von dem Ding. Alter, das ist jetzt echt ziemlich nah beisammen. Du musst nicht nur durch so ein Catwalk. Ja. Jeder Key? Ja. Jetzt kommt erstmal der andere. Oh, bitte. Haben wir den jetzt da auch rein? Nee. Duf. Mein. Oh. On. Ja, ich will mir das mal auf alles machen, damit er auch. Und die muss off sein. Das kann ich erst offen und anmachen müssen. Nur das Secondary war offen, das hättest du wieder anmachen müssen. Egal. Dann die Door Control off. Da kommen wir hin, genau. Es läuft. Es läuft richtig gut. Wie hast du bei Ding gesagt? Bei Howling, dein erster Satz. Bei mir läuft es ziemlich arg flüssig. So, jetzt dann, da war, was war da? Da war dieser Virus. Was gibt's? Oh, jetzt hat die Tür sich geöffnet. Also dieser, ja, sag was her. Was? Wo ist es? Ah! Wo kam der jetzt her? Von hinten. Oh Mann! Ja. Ja gut. Weil immerhin noch einen Schock zum Ende. Oi. Bam, bam, bam hat's gemacht. Ja. Oh, die Schrift ist nicht richtig im Ding drin. Gutes Zeug, gutes Zeug. Was? 25 Minuten haben wir jetzt gespielt. Ja.
so gut gelaufen. Ja gut, also die Doorbugs haben wir noch immer, aber es ist jetzt zumindest wieder spielbar. Ja. Das verstehe ich gar nicht mit den Türen, wo die immer herkommen. Diesmal war eine 90 Grad gedreht, in einer anderen gestanden. Ich dachte, das ist ein neues SCP. Aber davon stand da ja gar nichts. Ja. Das war's, hätte ich gesagt. Oh. Wir haben noch eine Map. Die kommt auch noch. Die spielen wir auch bald noch. Ja. Und dann gibt's nochmal eine Runde Eis. So. Wisst ihr Bescheid? Mach irgendwas. Liken, abonnieren und teilen. Teilen ist gut. Teilen. Noch nie gesagt. Teilen. Teilen? Hashtag. Hashtag teilen. Bisschen fail. Macht's gut. Tschö.